Pinsel, Mama? Ja, guck, Mama hat auch ein Pinsel. Hallo ihr Lieben! Ja, die Kamera stellt mich scharf. Willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade mit dem... Wir tauschen? Okay, ich sitze gerade mit dem Nino am Esstisch und wir haben gerade ein bisschen Zeit zu zweit und ja, in ein paar Tagen ist Muttertag und irgendwie habe ich Lust bekommen, was zu basteln für meine Mama und ich denke, die freut sich, wenn sie ja, da eine Kleinigkeit bekommt. Ich muss mal schauen, ob ich es mit dem Leo auch hinkriege, mit dem Nino auf jeden Fall. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ja, ich es liebe, irgendwas mit den Kindern zu basteln, wo Hand- oder Fußabdrücke dabei sind, weil ich finde das so schön, ja, das einfach irgendwie auch in dem Sinne festzuhalten, ja, wie klein bzw. groß die Füßchen mal waren. Und ich finde, da kann man so viele tolle Sachen basteln. Ja, es geht gleich los, Schatz. Kann man so viele tolle Sachen basteln, mit Handabdrücken und Fußabdrücken. Aber den Pinsel braucht Mama, du kriegst den hier, ja? Und ich finde es einfach mega schön und ich habe mir jetzt was überlegt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Im Prinzip braucht man überhaupt... Den braucht kurz Mama. Den kannst du nachher haben, ja? Im Prinzip braucht man auch gar nicht viel. Ich habe jetzt hier diese Acrylfarbe wieder. Mit denen hatte ich ja schon gebastelt im Dezember, als ich mit dem Nino den Salzteig gemacht habe. Da habe ich das zum Malen genommen. Und das will ich jetzt ihm auf die Hand malen und dann soll er die Hand stempeln und dann wollen wir da nachher Blumen draus basteln. Und ich hätte so gern auch vom Leo einen Handabdruck. Da werde ich nicht die Acrylfarbe nehmen. Da versuchen wir es nachher einfach mal mit Wasserfarben. Ja, du bekommst gleich Wasser. Da versuchen wir es nachher einfach mal mit Wasserfarben, weil auf die kleine Babyhaut will ich diese Acrylfarben nicht drauf tun. Ich weiß aber nicht, ob es klappt, weil tendenziell sobald Baby ja irgendwas hier in die Handfläche spürt, dann machen sie ja generell eher eine Faust, anstatt die Hand so schön aufzulassen. Von daher, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das braucht Mama. Wir schauen einfach mal. Und ja, jetzt fange ich auf jeden Fall mal mit dem Nino an. So, guck mal. Wir machen jetzt einen Abdruck von deiner Hand, okay? Ja. Warte, warte, warte. Das machen wir mit Mamis Pinsel und dann tun wir deine Hand hier drauf stempeln und danach darfst du auf die Blätter noch mit den Wasserfarben malen, okay? Hm. Warte, warte. Nein, ich mach das. Warte. Warte. Guck mal, ja. Was ist das? Guck mal. Das Licht. Kitzelt? Ja. Warte. Warte, nicht, nicht, nicht. Lass die Hand offen. Oh. Warte. Warte. Und dann machen wir einen schönen Abdruck für die Oma, ne? Ja. So, warte. Und dann darfst du jetzt gleich nämlich noch mit den Wasserfarben malen, ne? Mhm. Ja? Warte, warte, nicht mit dem Pinsel, nicht mit dem Pinsel, bitte. Den brauchen wir für die Wasserfarben. Warte, warte. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, nicht, dass die Farbe trocknet. So, guck mal. Und jetzt machen wir die Hand so. Ne, nicht auseinander, zusammen die Finger. Die Finger zusammen, 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 zusammen. Sollen wir nochmal einen machen? Jetzt machen wir es schnell sauber. Creme. Mal Creme. Ja. So. Oh Mausi. So, einmal jetzt schnell Hände waschen gewesen. Hat ganz gut funktioniert. Einmal hier. Ich finde, die Farbe ist so richtig schön knallig. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen trocknen und dann bastel ich das nachher weiter. Und hier ist der Backup-Abdruck, aber da fehlt hier oben so ein bisschen vom Finger. Jetzt schauen wir mal. Nino darf jetzt hier noch ein bisschen mit Wasserfarben malen und nachher, wenn mein Mann dann da ist, dann probieren wir das Ganze mal, ob das auch mit dem Leo klappt. Der Loop fein. Du meinst nochmal in die Farbe tauchen? Ja? Ja? Ja?
Na, in die Farbe, Schatz, in die Farben. Super sieht's aus. Super. Nino, erst ins Wasser, dann in die Farbe und dann aufs Blatt Papier. Hm? Genau, jetzt auf die Farbe. Jetzt such dir eine Farbe aus. Ja. Genau. Und jetzt aufs Blatt Papier malen. Nicht wieder ins Wasser. So funktioniert's nicht. Und jetzt aufs Blatt Papier. Sehr schön. Das sieht richtig gut aus. Hm? So schön gemalt, Schatz. Oh, schön. Das sieht gut aus. Guck, ja. Ja, das sieht super aus. Schauen. Aha. Ja, das sieht super aus. Schauen. Hübsch. Da freut sich die Oma bestimmt. Nochmal eine Farbe aussuchen? Ja. Richtig schön geworden. Hat er sich richtig verkünstelt. Das sehr schön gemacht. Ja, und jetzt werden wir mal versuchen, mit dem Leo auch noch mal mit Wasserfarbe Handabdrücke zu machen. Bin gespannt, ob es klappt. Wird sich die Oma nämlich bestimmt freuen. Momentchen auf. Das ist Patschehand. Nicht so schlecht. So, die Händeabdrücke sind jetzt trocken. Von Leo haben wir auch ein paar schöne bekommen. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ist natürlich nicht so perfekt wie von Nino, aber das ist der falsche. Ich meine, er ist ja erst 3 Monate alt. Ne? Von daher, dann werde ich das jetzt nämlich schnell zu Ende basteln. Hier sind die Wasserfarbenkunstwerke noch. Und zwar brauche ich jetzt hier nämlich nur noch so 2, wie heißen die? Schaschlik-Spieße. Kleber, Schere, grüne Zettel und noch so ein bisschen dickeres Papier. Und dann machen wir da jetzt die Blumen draus. Kleine Leo-Blume ist schon fertig. So, schaut mal, die Blümchen sind fertig. Jetzt muss ich dann nur noch eine Blume kaufen, wo ich die dann da so schön reinstecken kann. Und dann kriegt das nämlich meine Mama von ihren Enkeln sozusagen zum Muttertag geschenkt. Also ich finde das eigentlich echt eine total süße Idee, total einfach gemacht, schnell gemacht und eben eine ganz tolle Erinnerung mit den beiden Patschehändchen da drauf. Wie unterschiedlich groß die sind, oder? So süß. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön geworden. Ich hoffe, meine Mama freut sich. Ich zeige euch jetzt dann am Ende noch, wie es mit der Blume zusammen aussieht. Vielleicht ist das ja auch noch eine spontane Idee für Muttertag für euch, wenn ihr etwas verschenken wollt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy und freue mich, wenn ihr dann auch zu einem neuen Video bei mir wieder einschaltet. Bis dann, ihr Lieben!